Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Wie viele Christen leben als Sklaven der Religion? Sie machen Religion, aber kennen den Vater nicht wirklich. Wie finde ich den Vater? Ich muss bereit sein, Sohn oder Tochter zu sein vom Vater. Und wenn ich zu einem Vater bete, ist das was anderes, wie wenn ich, oh Gott, der du bist im Universum. Mein Vater, Gott, Vater in uns. Ist das nicht wunderbar? Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Die ganze Family war an Weihnachten im Schwarzwald. Es gab ja dort keinen Schnee. Waren wir spazieren. Und hier unser kleiner Enkel, der Elias, der gestern 2 Jahre alt geworden ist. Wir sind da Hand in Hand durch den Wald spaziert und ich habe den so sehr gern, den kleinen Knopf. Und ich bin nicht sein Vater, aber ich habe das Bild genommen, weil es gefällt mir, wie so symbolisiert eine erwachsene Person, die fürsorglich für das Kind ist. Und so möchte ich das jetzt auch beschreiben. Ein Vater ist dazu da, den Kindern ein Vorbild zu sein und das Kind zu versorgen. Ein Vater ist dazu da, das Kind zu lieben, zu beschützen, zu lehren. Und ganz besonders ist ein Vater für Jungs da, ihnen das Kämpfen beizubringen, das Erwachsenwerden beizubringen und Verantwortung zu übernehmen. Und wenn wir gerade unsere jüdischen Freunde sehen, die Bar Mitzwa feiern, die haben ein Fest, wo der Vater dem Sohn erklärt, jetzt bist du Mann. Und so viele in Afrika und so manche Kulturen machen das anders. Mancher muss einen Löwe erlegen, mancher muss was anders erlegen, dass er den Eintritt hat zum Mann. Und das ist etwas, wo der Vater dem Sohn beibringt. Der Vater dem Sohn beibringt. Und da, ich möchte nicht die Frau, da komme ich auch gleich dazu, irgendwo degradieren. Nein, der Mann und die Frau haben ihren von Gott gegebenen Platz. Und das ist das, was heutzutage verloren geht und verloren gegangen ist. Darüber spreche ich gleich noch mehr. Und das ist eigentlich Schöpfungsnormalität. In 1. Mose 2, Vers 22 heißt es, aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu den Menschen. Da rief dieser, endlich gibt es jemand wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Er kennt diese Geschichte. Und ihr Lieben, es heißt hier, die Frau war im Mann. Es heißt hier nicht, die Frau ist Mann oder so irgendwas, sondern die Frau war im Mann. Und sie ist ein geeigneter Helfer, heißt es im Wort Gottes. Es heißt nicht, Gott machte aus Adam eine Sklavin, sondern eine Helfer, eine Helferin. Also keine Sklavin. Und das müssen wir auch richtig sehen. Und Adam wacht auf, sieht die Frau und sagt, ich brauche dich zurück, lass uns heiraten. Ja, das verschmelzen wieder, zwei sollen eins werden. Und ihr Lieben, da ist die Einheit, die Gott geschaffen hat und die Frau aus dem Mann und wieder der Bund der Ehe, der Einheit, das ist eigentlich so, wie es die Bibel es vorsieht. Die Natur der Frau ist eine ganz andere. Also grundsätzlich, ich meine, gibt es Frauen, die machen Männerjobs, gibt Männer, die machen Frauenjobs. Das möchte ich jetzt nicht beleuchten, aber Frauen sind von Natur aus fürsorglich. Sie sind Mutter.
Eine Vater, die Mutterrolle, das ist manchmal schwierig. Manche Väter machen da auch einen guten Job, möchte ich gar nicht irgendwo abwerten. Aber grundsätzlich ist die Frau Mutter. Ihr wisst auch, im Haus Gottes, die meisten Beter sind meistens Frauen. Die meisten prophetischen Leute sind meistens Frauen. Die Frauen haben auch ihren speziellen, von Gott gegebenen Job. Und dann ist eine Sache, jeder Mensch auf der Erde wurde von einer Frau geboren. Die linke Seite glaubt das noch nicht so richtig. Wenn du eine andere Version hast, komm nachher zu mir und sag mir, wie es bei dir geschehen ist. Da bin ich sehr, sehr neugierig. Ich möchte darauf rauskommen, wir haben eine vaterlose Gesellschaft mittlerweile. Und was mir so wichtig geworden ist, aus dieser Vaterlosigkeit kommt eigentlich die Not, die unser Volk hat und die wir auch zum Teil haben um uns herum. Wenn sich die Väter aus dem Haus entfernen, wird die Gesellschaft krank. Und ich sage euch gleich, warum. Die Gesellschaft lehnt Moral ab und die Folge davon ist Vaterlosigkeit. Ich habe in die Statistik reingeschaut und keine Angst, das werde ich nicht jeden Sonntag tun, aber das war sehr interessant. Und jetzt ein paar Zahlen. Die Auswirkung der Vaterlosigkeit ist, 95% der Häftlinge sind Männer, die nicht mit einem Vater groß geworden sind. 63% der Selbstmörder sind Menschen, die nicht mit einem Vater groß geworden sind. 71% der schwangeren Teenager, das sind junge Mädchen, die nicht mit einem Vater groß geworden sind. 90% aller Ausreisern, obdachlosen Kinder sind ohne Vater groß geworden. 85% aller jugendlichen Häftlinge sind ohne Vater aufgewachsen. 71% aller Schulabbrecher haben keinen Vater zu Hause. 75% aller Heranwachsenden im Drogenentzugszentrum haben keinen Vater. Wenn Kinder keinen Vater haben, wird die Gesellschaft krank, unmoralisch. Und das gilt auch bei Menschen, die sich Christen nennen und sich so verhalten. Und ihr Lieben, da ist ein Knackpunkt, den wir erkennen müssen. Schimpfen können wir alle, aber wir müssen auch sehen, woraus kommt der Ursprung der Not. Und jetzt möchte ich auch dich fragen, du darfst dir selbst beantworten, fällst du als Vater loses Kind auch in so eine Kategorie, wo du sagst, ja, mein Vater, ich kenne ihn gar nicht, hat mich verlassen oder ich wurde adoptiert, weil und so weiter. Du wurdest vielleicht missbraucht, abgelehnt. Du leidest dein ganzes Leben darunter. Du hast keine Chance, einen Vater zu bekommen. Vaterlos ist nicht aussichtslos. Es gibt einen Vater für dich, der bereitsteht. Es ist der himmlische Vater. Und ihr Lieben, das müssen wir begreifen, sonst passiert uns dasselbe im christlichen Kontext. Wir können auch Christ sein und den Vater nicht kennen. Und dann passiert uns die ganze Geschichte relativ ähnlich im geistlichen Bereich. Wenn wir den Vater nicht kennen. Bei uns im Christentum ist es so, der Vater läuft nie davon, sondern die Kinder oder die Christen. Nicht alle Christen sind Kinder, weil das muss mir bewusst sein, dass ich ein Kind bin. Wie finde ich den Vater? Ich muss bereit sein, Sohn oder Tochter zu sein vom Vater. Wenn ich nur Christ bin, dann bin ich ein Weiser, dann bin ich ein Anhänger einer Religion. Und Jesus kam nicht für eine Religion, er kam, um dich in seine Familie aufzunehmen.
Wir müssen uns entscheiden, Söhne oder Töchter zu sein. Und wenn wir das nicht sind, sind wir christliche Waisen. Und christliche Waisen ist was ganz, ganz Schlimmes, weil sie kennen ihren Gott nicht. Sie kennen nur die Religion. Sie kennen nur Rituale. Sie können richtig christlich reden, aber es bewegt sich nichts, weil sie nicht den Vater kennen. Kennst du den Vater? Bist du Sohn, bist du Tochter? Oder sagst, ich bin Christ. Es steht auf meiner Lohnsteuerkarte. Ich war schon immer Christ. Das ist ein Unterschied. Kennst du deinen himmlischen Vater? Wie sieht dein himmlischer Vater aus? Ich meine jetzt nicht Bart und Hut oder was auch immer. Nein, wie sieht dein himmlischer Vater aus? Ist es wirklich dein Vater oder ist es für dich der Gott im Himmel? Gott im Himmel ist so weit weg, mein Vater ist mir so nah und durch den Heiligen Geist, wissen wir, kann er in uns leben. Überträgst du deine Erfahrungen deiner irdischen, überträgst du deine Erfahrungen deines irdischen Vaters auf den himmlischen Vater? Mein irdischer Vater, er ist davongelaufen, er hat das und jenes gemacht oder ich bin so enttäuscht, er hat mich so missbraucht und so weiter und du hast kein Zutrauen zum himmlischen Vater, dann sage ich dir, arbeite daran. Denn der himmlische Vater ist total anders als den negativen Vater, den du vielleicht erlebt hast oder gar nicht erlebt hast. Aus dem Mist deiner ganzen Vergangenheit. Ihr Lieben, wisst ihr, was der Vater daraus macht? Er macht daraus Dünger. Dein ganzer Mist, leg ihn, bring ihn zum Vater. Dein ganzer Mist, den du vielleicht auch im Kopf drin hast, bring ihn zum Vater. Und das ist wunderbar. Aus dem Herzen des Vaters kommt Orientierung. Und du brauchst auch Orientierung. Und ihr Lieben, die Orientierung bekommen wir, wenn wir in der Familie drin sind. Nicht, wenn wir Sklaven sind. Wie war es dann im Volk Israel? Sie sind frei geworden, aus Ägypten sind sie raus, aber haben sich in der Freiheit wie Sklaven verhalten. Sie haben wieder ihre Götzen gebaut, sie haben wieder Götzen angebetet, sie haben den ganzen Mist gemacht, den sie vorher unter der Sklavenschaft hatten. Sie wollten nicht in der Freiheit leben. Und wie viele Christen leben als Sklaven der Religion? Sie machen Religion, aber kennen den Vater nicht wirklich. Und es ist wichtig, ihr Lieben, dass wir den Vater kennen und dass wir wirklich uns Söhne und Töchter nennen. Nicht nur nennen, sondern auch uns fühlen. Und wenn ich zu einem Vater bete, ist das was anderes, wie wenn ich, oh Gott, der du bist im Universum. Da oder dort, egal, da du bist. Nein, mein Vater, Gott, Vater in uns. Ist das nicht wunderbar? Und er gibt uns Orientierung. Ich habe auch einen wunderbaren Vater, der hat mir in meiner Kindheit auch sehr viel Orientierung gegeben. Er war ein Vater, zu dem man kommen konnte und sagen, Papa, was meinst du, ich muss eine Entscheidung treffen, wie würdest du es machen? Mein Vater hat immer gesagt oder meistens gesagt, gib mir 3 Tage, ich bete darüber. Und ich wusste, die Entscheidung meines Vaters, die hast du 100% gehen können, die hat funktioniert. Das war nicht immer die Entscheidung, die ich wollte. Manchmal, wisst ihr, oh Gott, ich danke dir, dass du mir einen Hubschrauber schenkst und dass ich und so weiter. Wisst ihr, die wildesten Träume bieten wir als Gott und sagte, oh komm wieder runter, das ist gar nicht dein Ding. Da hat mein Vater manchmal auch gesagt, ich sag dir, tu es nicht. Oh, alle tun's und nee und warum denn? Ich sag, mach was du willst, aber ich sag dir, tu es nicht. Ja, ich habe meistens meinem Vater gehorcht und bin sehr gut gefahren. Und ihr Lieben, wenn wir dem himmlischen Vater folgen, dann fährst du gut. Wenn wir aber einen Blödsinn machen und sagen, Herr, repariere, oh Herr, es tut mir leid, repariere. Er vergibt dir, aber mit deinem Problem oder mit deiner vielleicht von Sünde hervorgebrachten Not musst du zum Teil leben. Du kannst
nicht manches wieder ungeschehen machen. Wenn wir mehr mit dem Vater kommunizieren würden, wir würden viel weniger Blödsinn machen. Stimmt's? Ja, der Konstrukteur deines Lebens, er möchte dir begegnen. Der Konstrukteur, nicht nur deines Körpers, sondern deines Lebens, er möchte dir begegnen. Er hat dir einen Sinn in dein Leben gelegt. Und ihr Lieben, wenn ein Konstrukteur ein Auto schafft, dann ist es nicht zum Fliegen gedacht, sondern zum Fahren. Stimmt's? Wenn ein Autor ein Buch schreibt, dann ist es nicht zum Unterlegen deines Nachttischs gedacht, sondern zum Lesen. Ich habe da eine Geschichte dazu. Wir hatten einen Pastor hier und er hat gesagt, er ging zu einer Familie und diese Familie hatte Not und er kam in das Wohnzimmer und sagte, habt ihr eine Bibel? Dann sagte die Mutter zum Kind, geh ins Schlafzimmer, hol das dicke Buch, aus dem wir immer lesen. Und dann brachte das Kind den Versandhauskatalog. Sagen, nein, nein, ach ja, jetzt weiß ich, unter dem Nachttisch, der hat geschaukelt, da, das dicke Buch, das unterm Nachttisch liegt, hol das. Und das war dann die Bibel. Und ihr Lieben, das Buch ist nicht dazu da, zum unterm Nachttisch zu liegen, sondern zum Lesen und so weiter. Und du bist geschaffen für deine Berufung und nicht unter Umständen das, was du gerade tust. Finde heraus, in Gottes Liebe, finde heraus die Aufgabe, für was dich der Schöpfer geschaffen hat. Die Bibel ist die Betriebsanleitung für unser Leben. An der Quelle des Vaters bekommst du Liebe, du bekommst Befreiung, du bekommst Veränderung, du bekommst deine Berufung, du bekommst deine Identität, deine Versorgung. Das bekommst du beim Vater, nicht bei der Religion. Sein Angebot, ihr Lieben, an Vorsorge und Versorgung ist unschlagbar. Da kommt auch dein Supermarkt nicht mit, wenn er sagt, heute alles 50% billiger. Nein, er muss keinen Discount machen, er hat alles für dich bereit, was du brauchst. Geh auf ihn zu, er sagt, wenn du mich suchst, will ich mich von dir finden lassen. Wenn das die irdischen Väter tun würden, die alle, die geflüchtet sind, das tun würden, da wäre die Welt wieder ein schönes Stück in Ordnung. Denn, ihr Lieben, wenn wir nicht lernen vom Vater, lernen wir irgendwas und geben unseren Nachkommen wieder irgendwas weiter, aber nicht das vom Vater. Und das ist das Problem unserer Gesellschaft heute. Ihr Lieben, dass nicht mehr Vater oder Mutter, ich habe es am Anfang gesagt, dass die Väter nicht mehr da sind, um als Mann dem Sohn zu dienen und die Mutter dient der Tochter, aber Mann und Sohn zu dienen, dann die nächste Generation hat nur die Erfahrung eigentlich von der Mutter, was die Mutter gelehrt hat und Mütter sind gut, ja, ich habe es euch gesagt, keine Heruntersetzung irgendwie von einer Frau, keineswegs, aber eine Frau ist ein anderes Wesen und hat andere Gaben und wenn da der Sohn aufwächst, er hat den Fall oder wie soll ich sagen, die Situation vom Mann, kann er nicht irgendwo lernen. Und das gibt er, die Situation, wie es er erlebt hat, gibt er wieder seinen Kindern weiter. Und in solchen Situationen lebt unsere Gesellschaft heute, ihr Lieben. Aber wir haben im geistlichen Bereich einen himmlischen Vater. Lasst uns von dem lernen und lasst uns nicht, ich sage es nochmal, lasst uns nicht aus der Religion lernen, wo die Religion uns irgendwelche Dinge sagt, du darfst das nicht, du darfst jenes nicht und das. Und wir machen das so, zum Teil Geschichten und Dinge, die Menschen in die Religion interpretiert oder reingelegt haben, die du in der Bibel gar nicht findest. Und drum ist es wichtig, ihr Lieben, dass wir ganz nah beim Vater sind. Dass uns der Vater lehrt. Das, was dir der Vater sagt, ist viel besser wie jedes gute Buch.
Es gibt viele gute Bücher, aber das, was dir der Vater sagt, was im Wort Gottes geschrieben steht, nimm das, denn das führt dich auch zum Ziel. Weißt du, wer du bist? Bist du ein christlicher Weiser? Bist du ein geplagter Mensch? Oder bist du ein Kind des Vaters im Himmel? So viele Christen kennen ihren Vater im Himmel nicht. Ich sag dir, er lässt sich finden. Ich möchte aus 2. Korinther 6, Vers 18 vorlesen. Ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. So spricht der Herr, der allmächtige Gott. Ist das nicht eine Zusage von unserem allmächtigen Gott? Nicht irgendwo ein Gott, der straft und ein Gott, der irgendwo rumspinnt und so viel Blödsinn macht wie andere Götter, ihr Lieben. Nein, ein Gott, der sagt, ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das ist eine Zusage, wo kein anderer Gott je gemacht hat. Bringe die Kultur Gottes in dein Umfeld hinein. Mache nicht Religion zu deinem Vater. Ihr Lieben, was ich so sehr bedauere, so viele christliche Kinder, die in christlichen Familien groß werden, die mit 18 reisen sie aus, gehen raus in die Welt. Warum? Weil sie in ihrer Familie Religion erlebt haben, aber nicht den himmlischen Vater. Und ihr Lieben, auch liebe Eltern, sucht nicht irgendwelche Rituale oder irgendwelche, du musst in den Gottesdienst gehen, du musst, sondern bring die Liebe des Vaters in deine Familie, in dein Wohnzimmer, in das Kinderzimmer hinein. Und das fängt schon an mit dem Buchvorlesen vom König David und was auch alles. Bring Gottes Liebe hinein und wenn sie dem Vater begegnen, dann werden sie auch mit dem Vater leben. Ich weiß, da gibt es eine schwierige Zeit, die Pubertät, aber jemand, der mal als Kind richtig beim Vater war, der wird sich immer daran erinnern. Und so viele kommen zurück, wenn sie irgendwo ausgebrochen sind, wenn sie wieder sich erinnern, was ihr wirklicher himmlischer Vater ist. Werde du erwachsen als Christ. Und das ist wichtig, dass wir das werden. Und ich möchte schließen mit 1. Petrus 1, Vers 2. Ihr seid Gottes Kinder geworden, weil Gott, unser Vater, euch von Anfang an dazu auserwählt hat. Durch die Kraft des Heiligen Geistes könnt ihr jetzt Jesus Christus als euren Herrn anerkennen, weil er am Kreuz sein Blut für euch vergossen und euch von eurer Schuld befreit hat. Gott schenke euch immer mehr seine Gnade und seinen Frieden. Der Vater, ihr Lieben, der Vater im Himmel. Er nimmt dich an der Hand, wie ich es anfangs mit unserem Engel gezeigt habe. Er nimmt dich an der Hand und geht mit dir durchs Leben und renne nicht davon, so wie es Kinder manchmal tun, wenn sie irgendwo ein Spielzeug sehen und dann wollen sie unbedingt davon. Halte die Hand des Vaters. Er möchte deine Hand halten. Er streckt sie aus nach dir. Und mein Vater in dem Himmel, in dir ist er durch den Heiligen Geist. In dir ist er durch den Heiligen Geist. Ihr Lieben, vaterlos ist nicht aussichtslos. Dein himmlischer Vater wartet, bis du als Sohn oder Tochter zu ihm kommst. Amen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.